Freunde des Lighting Rooms, hier seht ihr ein kleines GoPro-Projektionsgerät. Da könnt ihr je nach Motto eurer Party ein GoPro einsetzen und könnt über eine Weißlicht-LED dieses GoPro irgendwo an eine Wand projizieren und habt dann also schon mal ein kleines Statement gesetzt, worum es dann heute oder an dem Tag eurer Party geht. Ja, im Lieferumfang enthalten sind einige dieser GoPros. Ich zeige sie jetzt dann gleich in der Nahaufnahme. Ich setze die da ein. Das dauert ein bisschen, weil da muss man so einen Drahtring, der das GoPro in die Halterung klemmt, lösen. Das ist ein bisschen ein Gefriemel, vor allem mit meinen großen Händen. Da ist es nicht ganz so einfach, aber ich werde das Ding meistern. Und ja, dann würde ich sagen, ich tue das mal. Da ist auch eine Fernbedienung dabei. Da kann ich ganz einfach auch die zwei Projektoren oder so einen Projektor auf 20% dimmen oder 50% oder 100%. Ja, das funktioniert sehr gut mit der Fernbedienung. Ja, dann setze ich jetzt mal die GoPros ein. Ihr könnt das Ding natürlich auch als Taschenlampe verwenden. Es hat einen internen Akku. Ich glaube, der hält bis zu 4 Stunden. Hier unten ist ein Fuß, den kann man so zusammenklappen. Und wenn man den Fuß wegschraubt, habe ich gerade entdeckt, hat das Ganze einen Magnet dran.
So, wie mache ich das? Oh, der ist aber stark. Der Magnet ist richtig stark. Jetzt ist die Schraube runtergefallen. Und jetzt kann ich dieses Ding auch über den Magnet irgendwo anbringen. Ist das nicht geil? Also das hängt jetzt hier nur auf ein Drittel des Magnetes. Also genial. Das ist wirklich genial. Da kann ich also, egal wo ich bin, irgendwie das Ding immer montieren. Und während ich jetzt die ganzen Gobos eingesetzt habe, seht ihr, ist mir die Idee gekommen, ich könnte es mal mit dem Dia probieren, ja. Und jetzt habe ich da mir ein Dia zurechtgeschnitten, da hatte ich ein paar alte Dias von irgendwo und da ist, glaube ich, ein Enzian, möglicherweise ist das jetzt falsch rum, da muss man drauf achten, man muss es auf den Kopf einsetzen, dass es dann richtig rum projiziert wird, es sei denn, man montiert das Gerät dann hängend, dann je nachdem, das muss man ausprobieren, man kann es ja auch ganz leicht hier lösen, man schraubt hier auf und dann kann man in diese Halterung eben das Gobo einsetzen und ich habe da jetzt einfach mal ein Dia reingebaut. Ich weiß nicht, ob das zulässig ist wegen der Wärmeentwicklung. Ich glaube nicht, dass das Gerät recht heiß ist und ein Dia ist ja auch dafür ausgelegt, dass es ein bisschen Hitze aushält. Vielleicht klappt es. Ich werde es mal probieren. Ich übernehme für das natürlich jetzt keine Gewährleistung, dass das so ordnungsgemäß gemacht wird oder gemacht werden kann. Es funktioniert. Ich bin ja recht experimentierfreudig. Das hat mich jetzt interessiert, ob das geht. Und ich kann hier oben Zoom und Fokus verstellen über die zwei Schrauben. Und wenn ich jetzt mal den Zoom betätige, ja, hier kann ich zoomen. Und je nachdem, wo das dann sitzt, kann ich dann noch fokussieren. So. Genau. Also kinderleicht. Ja. Also ein sehr schönes Gerät. Ob als Taschenlampe, als Videoeffekt, wenn jemand möglicherweise ein Musikvideo drehen will und möchte sich immer so mit so Strahlen darstellen, weil er das Licht im Herzen trägt, ja, dann kann er das auch so machen. Ja, ziemlich cooles Teil, sehr gut verarbeitet, gibt's in Schwarz und Weiß, läuft über Akku oder über das Netzteil, hat hier hinten einen An- und Ausschalter, also das kann ich auch ganz schnell irgendwo mit hinnehmen und dementsprechend was projizieren. Möglicherweise sind die Gobos darin genormt und dann kann man sich auch welche anfertigen lassen für die eigene Party, vielleicht mit dem Namen oder Geburtstag oder irgendwas, ja, also ich denke, das sollte funktionieren. Viel Spaß! Chance of light.